Wir wollen weiter mit Civilization 6 mit unseren Maya mit einem Angriffskrieg gegen Alexander. Oberwasser bei uns, Barbaren haben wir uns geschnappt. Matsumen und ich sind voller Kriegslust und hoffen, dass Alexander bald Kriegsfrust schiebt. Matsumen, optimistisch? Ja, und voller Blutdurst. Ich bin gespannt, wie das gleich geht. Sobald die erste Stadt unsers ist, mal sehen, was es dann noch so schön ist. Gibt an Kriegsbeute. Eine Runde weiter. Gehört, wie der Elefant geschrien hat. Ja, boah, das geht echt sehr schnell, Matze, du hattest recht. Es kann sein, dass sich Chalkidiki schnell fällt. Andererseits heilt die Stadt da aus. Ich hatte es eben erwähnt, die Stadtmauer heilt nicht, aber der grüne Lebenspunktebalken, der heilt jede Runde auch ein bisschen auf. Ein Zeitalterpunkt schon wieder drauf bekommen. Die vier Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. Sägewerke, jetzt baubar. Demnächst sollten wir mal neue Handwerker uns holen. Wir haben etliche Wälder bei uns. Da können wir sofort Sägewerke draufsetzen auf Regenwäldern. Verteidigung ist besser als Opulenz. Liebe Grüße an PBDP bei uns auf Twitch. Das zeichnen wir auch für YouTube. Das ist super lieb. Es gibt ja echt, also echt keinen anderen Streamer, ist übertrieben. Es gibt auch andere, aber was du halt schön findest, dass wir hier verinnerlicht haben, dass Zuschauer vielleicht auch einfach mal entschleunigt werden, statt vom Streamer angeschrien und gehypt werden wollen, da hast du recht. Da kann ich nur noch ganz sanft rüberrufen, hast du sowas von recht? Vielen Dank dafür. Wir wollen ja wirklich entschleunigt sein und wir wollen nicht die Zuschauer anbrüllen. Vielen Dank dafür. Das ist sehr lieb von dir. Und Verteidigungstaktiken? Wir können jetzt Stadtmauern schneller bauen, wenn wir das wollen. Wir haben noch ein paar Casus Belli mehr, ein paar Kriegsgründe. Und können vor allem nochmal die Politikkarten für Lau ändern. Eine Inspiration bekommen für Spiel und Erholung. Dadurch kann man Unterhaltungsdistrikte freischalten und schneller fertig machen. Wir haben demnächst in 2 Runden bekommen wir ein normales Zeitalter. Und jetzt können wir nochmal... Boah, wir brauchen Susch. Nein, Matze, guck dir das mal an. Armbrustschützen sind doch ein spannender Gegner. Wir haben eben gesagt, komm, wir ziehen nicht rein ins Barbarencamp, damit der Krieger bald in der Stadt ist. Jetzt ist ein Armbrustschütze hier, der ist vollkommen zu früh in der Partie. Und den kriegen wir nicht geknackt. Wenn wir hier vorziehen, der wird nur... Ja, wir haben einen Vorteil gegenüber Barbaren, aber... Wir können auf den schießen und die Frage, wer wird zuerst sterben? Wir können heilen, wir können zurückziehen, wieder vor und heilen. Das kann er nicht. Schnell weg, ja. Das sehe ich auch so. Nochmal danke an PBDP, das war sehr lieb. So, jetzt überlegen wir uns erstmal, was machen wir bei den Regierungskarten. Die Barbarenkarte machen wir beim ersten Angriff drin. Die Stadtmauern bauen wir im Augenblick nicht. Ich denke mal, wir könnten sogar die Limatanei-Karte rausnehmen erstmal. Denn wann ist die nächste Forschung abgeschlossen? Auf Monarchie gehen, dann müssen wir jetzt ein Set von Regierungskarten finden, das 19 Runden vorhält. Wir können uns auch überlegen, da wir jetzt ja doch etwas kriegerischer unterwegs sind, ob wir jetzt vielleicht doch nochmal auf die Oligarchie wechseln wollen. Ja, können wir machen. Du meinst auch mit Blick auf Monarchie freischalten und die Vermächtniskarte, die dann fällig wird, die dann abhängig ist von der letzten Regierungsform, die man vorher hat. Genau, zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gebäude fertiggestellt haben auf dem Regierungsplatz dann. Das Gebäude auf dem Regierungsplatz? Ja, also das Gebäude auf dem Regierungsplatz, Ahnenhalle, Audienzsaal, das schaltet ja erst die Karte frei. Ach stimmt, du hast ja völlig recht, ja. Genau. Mhm. Und das bauen wir im Augenblick ja eh nicht. Aber wir sollten das Gebäude fertiggestellt haben, bevor wir gleich die Monarchie fertig haben, weil sonst gibt es keine Vermächtniskarte. Ja, doch, die gibt's dann schon. Dann wird einfach wirklich das Letzte genommen, was wir vorher hatten, bevor wir die eingeführt haben, die Monarchie. Dann ist es ja doch egal, ob man das Gebäude baut, vorher gebaut hat, ne?
Warte, meintest du gerade, das Gebäude schaltet eine Vermächtniskarte frei? Wenn ich dich richtig verstehe, dann schaltet auch null Gebäude eine Vermächtniskarte frei. Nee, also wir müssen schon das Gebäude gebaut haben, um die Vermächtniskarte zu haben. Aber um die Frage zu klären, welche Vermächtniskarte wir haben, da zählt dann halt die letzte Regierungsform, die wir hatten, beziehungsweise die, die wir hatten zum Zeitpunkt, wo wir das Gebäude fertiggestellt haben. Also müssen wir ja doch jetzt, wir haben ja noch kein Gebäude gebaut, keines eines auf dem Regierungsplatz. Deshalb frage ich nach, wir haben noch kein Gebäude da. Also würden ohne Gebäude auf dem Regierungsplatz gar keine Vermächtniskarte bekommen und müssten jetzt vor der Freischaltung der Monarchie ein Gebäude gebaut haben. Wenn wir die Politikkarte dann auch direkt nutzen wollen, wenn wir sagen, ach, die Politikkarte wollen wir jetzt eh noch nicht einsetzen, dann können wir warten, bis wir die Monarchie eingestellt haben und dann das Gebäude bauen. Dann haben wir schon die Monarchie und dann würde das Spiel rückblickend gucken, was hatten wir denn vor der Monarchie und dann uns diese Karte geben. Das ist ja unfassbar kompliziert. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, kapiert. Ah, das ist, finde ich, jetzt nicht so, er hat jetzt nichts, du hast das toll erklärt, finde ich vom Spiel her etwas zu kompliziert geregelt. Komplex. Hätte ich gerne ein bisschen simpler. Ja, dann ist das egal. Wir gucken mal das Gebäude. Mit Ahnenhalle können wir nachher viele Siedler bauen. Ja, wir kämen sogar zwei Gratis-Handwerker, denn für jede Stadt innerhalb der ersten... Nee, wir bekommen immer bei Gründung einer Stadt eine Hauptstadt, vorausgesetzt, sie ist bis zu 6 Geländefelder entfernt. Aber nicht bei der Eroberung einer Stadt, sondern nur bei der Gründung. Davon werden wir aber nicht mehr viele bauen. Und mit der Ahnenhalle würden wir immer einen Gratis-Handwerker bekommen, wenn wir eine Stadt gründen. Mit dem Audienzsaal bekämen wir mehr Annehmlichkeiten, mehr Wohnraum. Das ist eigentlich der Klassiker bei den Maya, weil man kann bis zu 7 Gouverneure haben und die Maya haben normalerweise nicht so viele Städte. Und dann hätten wir überall in diesen fast allen Städten halt 2 Annehmlichkeiten und 4 Wohnraum. Thron des Kriegsherrn wäre für ein Let's Play mit den Maya sehr ungewöhnlich, weil das greift eigentlich dann, wenn man sehr viele Städte erobert. Also der Klassiker bei den Maya wäre eigentlich der Audienzsaal, Matze. Für uns jetzt auf jeden Fall. Wären wir früher in der Partie und wollten viele Städte im schönen Sechserring bauen, kann man auch die Ahnenhalle bauen. Das deckt cool. Man kriegt dann innerhalb dieser 6 Geländefelder tatsächlich 2 Handwerker, weil dann beide Vorteile greifen. Einmal der Maya und einmal der Ahnenhalle. Für uns aber, glaube ich, relevanter ist in der Tat der Audienzsaal hier. Weil wir einfach innerhalb der 6er Reichweite von Wüstenwiege nicht mehr viele Städte gründen werden. Das sind maximal 2, denke ich mal. Insofern für 2 Städte ist das nicht so sinnvoll. Das heißt Audienzsaal, den können wir auch schon mal in Bau stellen, aber es ist eigentlich egal. Jetzt mal zurück zu den Regierungsformen und den Regierungskarten. Also wir wechseln jetzt, wenn wir von der Autokratie wechseln, zur Oligarchie, die brauchen wir im Augenblick dringend, damit wir kampfstärker sind im Krieg. Das ist total naheliegend. Die grüne Karte könnten wir mit den 2 Einflusspunkten entweder weglassen oder auf die Jokerkarte. Ja, wir nehmen auf jeden Fall jetzt rüber zur Oligarchie. Würde ich auch sagen. Dann können wir immer noch gucken, bevor wir die Monarchie einführen, ob wir sagen, ja, es soll auch die Vermächtniskarte werden von der Oligarchie oder ob wir sagen, okay, wir machen einen kurzen Abstecher noch zur dritten Regierungsform, um dann zu sagen, okay, davon ist die Vermächtniskarte interessanter für uns und erst danach dann die Monarchie einführen. Ja, also ich finde eigentlich beide Vermächtnis. Also eine Oligarchie-Vermächtniskarte zu haben, die Vermächtniskarte trägt, beinhaltet immer den ersten dieser beiden Boni. Das finde ich eigentlich, also bis zum Ende der Partie cool, wenn man +4 Kampfstärke hat bei den meisten Einheiten. Mhm. Ist immer hilfreich. Also okay. Das ist jetzt, man weiß ja nicht, was wichtiger ist. Oligarchie wechseln wir jetzt auf jeden Fall. Bevor wir das mal machen, werden wir danach noch die Barbarenkarte drin haben. Ich gehe mal auf Nummer sicher und mache jetzt, weil je nachdem sollten wir vorher oder nachher schießen. Weil das stimmt nicht. Die Barbarenkarte gibt uns +5 an Kampfstärke gegen Barbaren und die neue Regierungsform bringt uns +4. Die +1 sind egal. Wir wechseln mal. Die eine Unterschied beim Angriff auf Barbaren ist egal. Wir wechseln mal auf die. Das gilt nur für Nahkampfeinheiten, die Oligarchie, nicht für Fernkampfeinheiten. Ach, stimmt. Dann greifen wir jetzt schon mal an hier, attackieren einmal die Hulche. Pardon, greifen einmal mit den Hulchen den Armbrustschützen an. Oder wir sagen,
Wir freuen uns, dass der Armbrustschütze hier ist. Der setzt eigentlich die nächsten Städte von Alexander unter Druck. Das finde ich eigentlich ziemlich gemein und gut. Gemein gefällt mir. Das ist so hinterhältig einfach. Das entspricht irgendwie unserem gemeinsamen Charakter. Und warum ehrlich, wenn es auch erfolgreich geht? So sieht's aus. Ja. Das heißt, wir greifen ihn nicht an, ziehen Richtung runter und er bringt sich gleich in Sicherheit. Achtung, Bogenschütz hier unten. Den kann man allerdings von hier aus nicht angreifen. Gut. Jetzt gehen wir einmal hier hoch und wechseln in die Oligarchie. Wir werden gleich geringfügig weniger Erträge haben bei Kultur und bei Forschung. Und zwar jeweils plus, also einen Forschungs- und einen Kulturpunkt sollten wir jetzt verlieren. Reichsweit. Und jetzt müssen wir ein bisschen puzzeln. Die Kampfstärke gegen die Barbaren werfen wir raus. 2 Militärkarten. Wir brauchen auf jeden Fall Agoge, um Einheiten zu produzieren. Das wäre so normal. Wir würden Geld, wir würden den Unterhalt für die Hulche sparen, wenn man die Rekrutierung nimmt. Wir haben mittlerweile, ich schätze, so 8 Hulche. 7 Hulche. Die kosten uns im Augenblick 7 Gold. Das könnte man wegmachen durch die Rekrutierung. Ne? 7 Gold versus 2 Loyalität in jeder unserer Städte. Die Loyalität braucht man im Augenblick. Ich guck mal, wie das aussieht in Mazador. Loyalität ist bei 80. Kann man auch. Im Augenblick haben wir ja einen Malus von 10. Nee, der Malus ist gar nicht da. Das finde ich nicht schlimm. Das kann auch von der. Also, brauchen wir nicht. Die Limatanei bräuchten wir eventuell für Chalkidiki, aber das ist so spekulatiusmäßig. Da können wir auch einen Gouverneur hinschicken und dann gucken wir weiter. Würde ich auch erstmal lassen. Oder würdest du die Limatanei nehmen, um für den Fall, dass wir in Chalkidiki Loyalitätsprobleme bekommen, Matze? Das ist jetzt plus 2. Das ist jetzt nicht die Welt, kann aber durchaus helfen. Ich denke, ich würde sie nicht drin lassen. Es ist mir zu viel gepokert. Ich würde dann erstmal gucken, ob wir die Stadt überhaupt bekommen. Ist ja noch fraglich. Die verliert ja sehr schnell an Lebensenergie, hätte ich fast gesagt, an Lebenspunkten. Vielleicht sind wir gar nicht so schnell genug dafür da. Ich würde es so machen. Ich würde gehen auf 2 große Generalspunkte. Ich würde gehen auf Produktion in allen Städten. Und Einheitenunterhalt 7 Gold sparen und Nahkampf- und Fernkampfeinheiten schneller bauen. Also ich glaube, die Generalspunkte, da weiß ich nicht, ob ich davon schon überzeugt bin. Ich glaube tatsächlich bei den ganzen militärisch orientierten Spielern, gerade auch mit den Mongolen, sind die Generäle für uns, glaube ich, kaum erreichbar damit. Der nächste General würde 155 kosten und die anderen Profit bauen 2,3 Punkte pro General. Das heißt hier unten 8. Ja, wahrscheinlich kriegen wir den nicht. Sind große Wissenschaftler schon in der Produktion? Dann gehen wir lieber auf die grünen Einflusspunkte weiterhin und holen uns die, dass wir schnell weitere Gesandte haben. Ja. Rekrutierung wegen Gold, 7 Gold mehr. Einheiten 50% schneller baubar, die meisten, ein Produktionspunkt in jeder Stadt und 2 Einflusspunkte für weitere Gesandten. Alles klar, Matze? Alles klar, soweit. So tun wir das. Chat beschwert sich nicht. Ich würde die Stadt einfach abreißen. Du bist ein brutaler René. Aber das weißt du selber. Ich bin nicht stolz auf dich. Im Ernst, eine Stadt mit 8 Bevölkerungspunkten und mit einem Bezirk, selbst wenn das nur eine heilige Stätte ist, will haben. Also wenn deine Mama das mitbekommt, René, dass du sowas hier vorschlägst, die würde sich in Grund und Boden schämen. Echt wirklich. So, nächster Schritt. Katapulte für den Fall der Fälle, Matze. Die würden uns helfen, wenn da noch mehr Stadtmauern bei uns im Weg stehen. Ja, weil diese eine Stadtmauer hier, die kriegen wir klein, weil jemand anders für uns schon klein gemacht hat. Aber so andere Stadtmauern selber angreifen, da ist ein Ramburg alleine nicht so cool.
Am Seidenfaden, Kornspeicher steht. Observatorium, hier vorne hin, würde bringen, im Augenblick noch gar nichts, würde langfristig... Nee, das stimmt doch gar nicht. Die sind geplündert, deshalb nicht. Wenn der repariert ist, der Bauernhof, bekommen wir vor 8, dann hätten wir vor 8 plus 1 an Nachbarschaftsbonus für das Observatorium bei den Maya-Sonderregeln. Aber ich bin im Moment tatsächlich für Einheiten, auch vor Ort. Krieger oder Hulche? Hulche haben wir so viele. $120 für Eisenmatze. Dann einen Bauarbeiter, Handwerker bauen, rüberziehen, Feld, Minen drauf und schon mal Eisen kassieren für die Schwertkämpfer, wenn das eine Weile dauert. Boah, das ist schon sehr weit in der Zukunft gedacht. Ich glaube, das wissen, Geld... wann die kommen halt, ne? Ja, genau. Ich tippe, also es müsste ja eigentlich eine der beiden sein. Oder, also eine von den Vieren ist es. Eine von den Vieren. Hier irgendwo sind die Schwertkämpfer. Wo, wissen wir nicht. Es kann schnell gehen oder auch nicht. Trotzdem finde ich, vielleicht ein Handwerker könnte uns hier helfen, um das mal wieder zu reparieren. Vielleicht auch ein bisschen die Sägewerke, die wir freigeschaltet haben, zu bauen. Das wäre doch ganz nett. 7 Runden. Weil der braucht lange bis zur Front. Deshalb muss man nicht unbedingt... Wir können anfangen mit einem Krieger, der die Stadt verstärkt. Für den Fall der Fälle, dass eine Katastrophe passiert. Der ist in 2, in 3 Runden gebaut. Wie sieht's mit Preslav aus? Kann Preslav an Alexander fallen? Nee. Extremst unwahrscheinlich. Und Genghis Khan ist ein guter Freund von uns. Hoffe ich mal. Freundschaft gerade abgelaufen. Adler ziehen hoch über den Tauben und Hasen ihre Kreise. Stehen wir zusammen in Freundschaft, WB, während der Rest in unserem Schatten kauert. Das finde ich sehr, sehr pöttisch. Den mag ich. Den würde ich gerne mit seinem Schnurrbart ziehen und in die Wangen kneifen. Das ist echt ein ganz Lieber. Solange wir ja nicht versucht, einen umzubringen. Aber das gilt auch für mich. Dasselbe kann man auch über mich sagen. Das heißt, Preslav ist keine Gefahr für uns. Dann brauchen wir hier auch keine Verteidigung und so. So, wir bauen erstmal einen Handwerker und dann gucken wir weiter. Und dann ziehen wir mit den Kollegen hier runter. Boah, brauchen die lange. Sind die verschnarcht hier? Das ist ja peinlich. Einmal runter, bitte. Ich brauche eine ewig und 3 Tage hier. Der hat schon. Das machen wir nicht. Haben wir gerade drüber gesprochen. Und hier unten müssen wir jetzt ein bisschen pokern. Ein bisschen pokern. Wir wollen ja schnellstmöglich rein. Einfach zweimal vorziehen auf die Stadt feuern. Das wollen wir nicht. Wir wollen sogar, dass die Stadt im Augenblick heilt. Wir können jederzeit mit den Huelcher relativ schnell... Wir brauchen schnell die Nahkampfeinheiten vor Ort. Und der darf allerdings nicht von einem Ambusschützen angegriffen. Der muss es schaffen, in die Stadt reinzukommen. Das ist der schnellste Weg. Wir bieten dem ein Ziel hier, in der Hoffnung, dass der nicht auf den Krieger schießt. Da können wir... Oh Gott. Nein. Oh, nein, Matze, guck, was ich gemacht habe. Was hast du getan? Peller mit Stadtmauer. 2 Bogenschützen, die machen unseren Hulche platt. Mir fehlen die Worte. Ja, wir bleiben hier nochmal stehen. Wir haben große Träume von Eroberung von Städten und die attackieren uns gleich wieder. Wir haben 2 Gouverneurstitel mittlerweile. Also ich glaube, ich bin für Pingala mit Doppelbeförderung und Pingala rauf nach am Seidenfaden, um 5 mehr zu bekommen an Forschung. Ja, das klingt
Sehr gut, das sind knapp 40% mehr an Forschung, die wir dann haben. Das ist ordentlich. Und das sieht so in der Praxis aus. Wir gehen hier rein, ernennen Pingala, schicken Pingala nach am Seidenfaden. Pingala erzeugt dort die 15% mehr Kultur und Forschung. Das ist lächerlich. Und jetzt geben wir ihm noch einen Bonus. Das machen wir erst, wenn er vor Ort ist. Weil der Bonus greift vorher noch gar nicht. Der greift erst dann, wenn er vor Ort auch wirklich da ist. Und dann behalten wir den letzten im Moment noch wirkungslosen Gouverneurstitel auf Vorrat. Und der gibt uns dann 5 Wissenschaftler, weil 5 Bürger vor Ort haben. Aber noch nicht. Siedler setzt aus. Das ist hier alles krass, Matze. Für den Schutz des Kriegers wird er Ulche eventuell sein Leben opfern. Das ist ein wahrer Held. Und er kann nirgendwo weiter. Und das sind die Khmer. Mal gucken, ob der uns offene Grenzen... Nie und nimmer. Nie und nimmer gibt er uns offene Grenzen. Ist noch nicht mal im Angebot. Ich glaube... Wir gucken mal, ob wir Luxusressourcen wegdealen können an Chandragupta oder an Genghis Khan. Ja. 3 Gold pro Runde. Oder 3 hier. Und Genghis Khan? Seide verkaufen wir ihm, glaube ich, schon. Nein. Genghis Khan! Du und ich, Blutsbrüder für immer. Ich hab dich noch lieber als Matze. Das will echt was heißen. 11 Gold jede Runde. So viel hast du mir noch nie gegeben, Matze. Nee, da kann ich nicht mithalten, sorry. Echt. 11 Gold, 30 Runden lang und einmal 3. Sehr, sehr cool. Sag mal, sollen wir mal langsam anfangen, unsere Gunst zu verkaufen für einen guten Zweck, nämlich für Reichtum? Unsere Gunst ist käuflich. Nennt mich bitte keinen Gunstgewerbler. Aber der älteste Beruf der Welt ist vielleicht der Civilization 6 Let's Player, oder? Ich verkaufe, meine Gunst ist käuflich. Ja, finde ich auch. Sollten wir verkaufen. Ja, wir sagen einem der beiden jetzt, ich liebe dich und finde dich ganz toll und cool. Und wie viel bietest du mir dafür? Wir fragen erstmal Genghis. Dem hatten wir die Gunst doch eben abgekauft, oder? 4 Wie viel gibt uns Chandragupta? Wie viel Gunst wächst darüber? Oh la la. Aber er hat wenig. Er kann uns nicht viel geben. Oh. Doch, 20 Gunst und 4 Gold, 30 Runden lang, Matze. Das ist doch schon mal okay. Das erhöhen wir mal auf 30 und gucken, ob er auf 6 hochgeht. Weil das ist nicht selbstverständlich. Die haben irgendwo ein Limit und das kennen wir nicht. 20 Eisen. Wir wollen aber Geld haben. Wir wollen 6 Gold die Runde haben. Oh, geht nicht. Mehr kann er nicht bieten. Mehr ist nicht dran. Dann geben wir ihm dafür... Ach, das will er auch nicht. Kann sein, dass wir ihm zu viel anbieten, dass er das unfair findet. Deshalb hat er das abgelehnt. Ich weiß, es ist bescheuert, aber ist so. Ja, der Kurs wird schlechter. Ich will alles haben. Ja. Einmal 3 Gold und 5 Gold, 30 Runden lang und 24 weg und... Sehr schön. Sehr cool. Und jetzt bleibt noch ein bisschen Gunst übrig. 14. Ein Königreich für einen Schieberegler. Habt ihr mal das Schieberegler-Emote im Chat? Das würde mich ein bisschen moralisch unterstützen hier. Bitte mal das Schieberegler-Emote im Chat. Im Ernst, ich brauche das.
Wir müssen ein bisschen Mut machen. Ich Königreich für einen Schieberegler bei SIF 6. Ich will wenigstens ein Gold haben. Ich fühle mich sonst irgendwie... Ein Gold. Das ist ein... Jetzt will er noch nicht mal die drei mehr geben. Jetzt doch, komm. Ey, da kann man ja nicht hingucken. Danke für die Emotes. Danke für den Schieberegler. Danke. Drei, machen wir das. 90 Gold für 14. Komm, machen wir. ...43 jede Runde. Geiz hier. Jetzt kommen wir hier immer noch nicht durch. Jetzt müssen wir den Weg wieder zurücklaufen. Doof. Eine Runde weiter, Matze. Beten und hoffen. Beten und hoffen, dass die hier niemand stirbt. Ich sehe echt schwarz. Wir bauen hier oben immer noch diese scheiß Stadtmauer, die wir nicht brauchen. Ganz schnell eine andere Einheit dazwischen. Ein Krieger in 5 Runden. Kaufen kann man die auch, wir haben mittlerweile viel Geld. Wir würden für 160 Gold einen Krieger kaufen, Matze. Da hast du kürzlich noch ein brennendes Plädoyer gegengehalten. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Komm, wir kaufen einen Krieger. Wer brauchen den? Eine ganze Stadt hängt davon ab. Ein Rambok könnte uns auch helfen. Aber ein Krieger hilft uns auch. Ein Rambok hilft uns gar nicht, weil, also im Augenblick nicht, weil der hilft ja gegen Stadtmauern und der ist ja keine und die kommt auch nicht wieder. Rambok kommen wir immer noch bei 43 Gold pro Runde. Wir können uns in Zukunft alle paar Runden einen Rambok kaufen. Ich war schon bei Pella. Ja, wir können uns sogar Rambullen kaufen. Es müssen doch nicht mal Ramböcke sein. Wir holen uns das Update. Rambullen. Ich kaufe mal einen Krieger, ja. Ja? Dann ist uns schon gekauft. Schon gekauft. Und wir bauen aber die Stadtmauer trotzdem weiter oder sollen wir sagen, wir steigen mal um auf ein Hulche. Noch ein. In 8 Runden sind die Hulche von oben unten. Und in 5 Runden wahrscheinlich kaufen wir vorher noch einen Krieger. Wir lassen das mal so. Nein, was wir hier bauen könnten, wäre der Audienza. Wir ziehen die Stadtmauer zu Ende durch. Ein zweiter, komm. Nein, ein Albtraum. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Ich kann nicht hingucken. Ein einziger Albtraum. Wir haben Armbrustschützen. Alexander hat aus dem Nichts plötzlich Armbrustschützen und alle unsere Leute werden in Grund und Boden geschossen. Mama, ich will hier weg. Hätte ich bloß den Ponyhof-Simulator im Let's Play begonnen, nicht dieses bescheuerte Civilization 6. Boah, ist das ein Hin und Her. Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ich hasse dieses Let's Play. Ich hasse die Maya. Ich hätte die Makedonier spielen sollen. Oh Gott, Matze. Ja, das ist bitter. Das war's. Wir können jetzt schon um Frieden winseln. Wo hat er die Ampel? Ja klar, das ist kommt vielleicht daher, wenn man 3 bis 4 Mal so viel Forschung hat, ne? Möglicherweise, ja. Das war's, Matze. Jetzt können wir nur noch hoffen, gut, dass wir die Stadtmauer im Bau haben. Jetzt können wir nur abhauen hier. Wir können hoffen, dass die Barbaren die hier angreifen. Das ist ja ein Albtraum, ja. Wir können nur abhauen. Ja, ich fürchte, gegen die Armbrustschützen kommen wir nicht wirklich gegen an. Nee. Und die Stadt Chalkidiki? Sollen wir die noch überhaupt noch... Das ist ja echt so beschämend hier. Wir hauen mit dem Siedler, also... Also selbst wenn wir die Stadt erobern würden, wie sollen wir die gegen Armbrustschützen halten? Möglicherweise mit unseren Rapa Nui-Freunden, dass die dann weiterziehen und uns da weiter verteidigen. Ja, die haben allerdings auch nur einen Speerkämpfer. Krieger, schwerer Streitwagen. Wer weiß, wie lange wir die haben. Alexander fehlt nur ein Gesandter. Ach, das ist schade.
Schade, schade, schade. Weißt du, ich bin sogar dafür, dass wir unsere Truppen zurückziehen, dass wir den Verteidigungsbonus unserer Maya nutzen. 6 Geländefelder entfernt von Wüstenwiege kämpfen wir mit +5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geländefelder. Dass wir in Mazador uns verschanzen, den Siedler raufnehmen, oben die Stadt gründen und hinter Alexander vorerst einen Haken setzen. Na gut. Oder fällt dir irgendwie eine andere Idee ein? Also tatsächlich keine, die wirklich realistisch ist. Und wir können ja auch nicht immer das probieren und sagen, oh, das klappt nicht, und dann laden wir nochmal neu und probieren einen anderen Weg. Also das sehe ich nicht. Wir haben keine Schwertkämpfer. Ohne Schwertkämpfer mindestens gegen die Armbrustschützen sehe ich uns nicht dagegen an. Hätte ich bloß nicht angefangen, Sith's Excellence Pay aufzuzeichnen auf Twitch. Hätte ich das bloß weiter auf YouTube gemacht. Auf YouTube hätte ich es einfach Reloads gemacht. Ich hätte einfach haufenweise getrickst und getäuscht und hätte einfach die Folge abgebrochen, 2 Runden vorher irgendwelche anderen Entscheidungen verkündet, so getan, als wär es jetzt ein spontaner Einfall. Nachher hätten mich alle für mein Glück gefeiert. Jetzt machen wir das hier live auf Twitch und ich kann nicht einfach tricksen. Alle bekommen es mit. Ich hasse Twitch. Ja, müssen wir jetzt alle gemeinsam durch.